Bisher habe ich viele Beiträge über verschiedene Krankheitsbilder aus meinem Fachgebiet der diagnostischen Neuradiologie präsentiert und einige wenige Videos über Entspannungstechniken. Neben meiner Tätigkeit als FMH-Fachärztin für Radiologie und diagnostische Neuradiologie bin ich Expertin für Entspannungstechniken mit mehr als 20-jähriger Erfahrung. In meinem heutigen Beitrag begebe ich mich auf Neuland. Mein Podcast, Episode 1. Heute präsentiere ich keine MRT- oder CT-Aufnahmen vom Gehirn. Heute geht es um Stress und Schlafstörungen und die goldenen 5 Regeln für einen guten Schlaf im Format eines Podcastes. In dieser ersten Episode erfährst du, warum es wichtig ist, erholsam zu schlafen und wie du einen erholsamen Schlaf kommst. Dazu gebe ich dir 5 einfache, leicht umsetzbare Regeln, die goldenen 5 Schlafregeln bei Brain and Synapse. Am Ende dieses Podcastes gebe ich dir den Master-Tipp, was zu tun ist, wenn du in der Nacht zwischen 2 und halb 4 aufwachst und nicht mehr schlafen kannst. Aber lass uns nun beginnen. Lass uns zunächst einmal die Frage klären, warum es zu Schlafstörungen kommt. Also warum können wir nicht ein- oder durchschlafen? Falls keine organischen Ursachen vorliegen, liegt es am häufigsten darin, dass unser vegetatives Nervensystem auf Hochtouren läuft. Wenn dein Leben aus dem Ruder läuft oder du im Chaos versinkst, geht dein Körper in den Überlebensmodus über. Der sogenannte Stress macht sich in dir, in deinem Körper breit. Der Stress wirft uns aus der Bahn. Auf der Ebene Nerven, der Synapsen, passiert Folgendes. Wenn wir gestresst sind, schüttet unser Körper Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin aus. Und je länger dieser Stress andauert, kommt Cortisol hinzu. Das bedeutet, wenn wir abends oder nachts ein- und durchschlafen wollen, wird uns dies bei zunehmendem Stress weniger gelingen, weil die schlafinduzierenden Hormone, das Melatonin, nicht seine Arbeit machen kann, weil die Rezeptoren für Melatonin durch die Stresshormone besetzt werden und blockiert sind. Das Melatonin ist das Hormon, das uns schlafen lässt. Also wenn Melatonin nicht an die Rezeptoren kann, kann der Schlaf nicht bewirkt werden und wir bleiben wach. Wenn du nicht ein- und durchschlafen kannst, wird die Kaskade des Stresses vergrößert, indem du beginnst zu grübeln, darüber nachdenkst, dass du jetzt eigentlich schlafen solltest, um morgen wieder fit zu sein. Oder du kannst dich nicht von deinen Alltagsgedanken lösen und deine Gedanken kreisen von einem Thema zum nächsten. Du kannst einfach nicht abschalten. Dein Ein- oder Durchschlafen wird durch die Gedankenspirale des permanenten Grübelns blockiert. Was sind die Folgen, wenn du keinen erholsamen Schlaf über Tage, Wochen oder gar Monate mehr findest? Die ersten Anzeichen sind Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, deine Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt und fällt ab. Du fühlst dich kraftlos, müde und abgeschlagen. Neben körperlichen Beschwerden wie Schwindel, Bauchschmerzen oder Bluthochdruck treten zunehmend auch psychische Beschwerden auf. Schlussendlich schleppst du dich aufgrund deiner Schlafstörung durch den Tag, respektive Tage, und entwickelst einen Tunnelblick. Experten sprechen von der Vorstufe einer Erschöpfung oder gar Depression. Also was ist konkret zu tun, um besser schlafen zu können? Hier meine goldenen 5 Schlafregeln. Erstens Bewegung, zweitens Ernährung, drittens der Schlafbereich, viertens die Entspannung und fünftens die Abendroutine. Jetzt im Einzelnen fangen wir mit der ersten Regel der Bewegung an. Die körperliche Bewegung ist enorm wichtig für einen guten Schlaf. Dabei geht es nicht darum, dass du einen Spitzensport täglich hinlegst, sondern um generelle Bewegung.
alltagtauglich ist, für dich und deine Situation umsetzbar. Einfach. Es kann ein halbstündiger Spaziergang sein, Ausüben deiner Lieblingssportart oder kurze Sequenzen von einzelnen Übungen auf der Matte. Jeden Tag ein bisschen. Lieber 5 Minuten täglich als gar keine Bewegung ist meine Devise. Warum nun ist die Bewegung so wichtig? Aus der neuronalen Ebene betrachtet, wenn du dich bewegst, werden positive Hormone wie das Dopamin und Serotonin ausgeschüttet, also diese Glückshormone. Und die Glückshormone bauen die Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol ab. Die Rezeptoren für das Melatonin, wie bereits erwähnt, werden frei und der Schlaf gewinnt dadurch an Qualität. Gehen wir nun über zu der zweiten Regel, der Ernährung. Du solltest darauf achten, dass du deine letzte Mahlzeit spätestens 3 Stunden vor dem Ins-Bett-Gehen einnimmst. Das Essen sollte möglichst fettarm sein, eine gute warme Suppe zum Beispiel oder Kohlenhydrate essen, also was gut sättigt. Verzichte auf Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen. Zum Abendessen solltest du zudem bei Schlafstörungen auf Alkohol verzichten, da Alkohol zwar einen müde macht und einschlafen lässt, aber nach ein paar Stunden einen wachmachenden Effekt zeigt. Zu erwähnen ist auch, dass du zu Beginn auf koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, Cola oder Energydrinks komplett verzichtest oder auf ein Minimum reduzierst und ab 15 Uhr keine koffeinhaltigen Getränke mehr zu dir nimmst. Gehen wir weiter zu der dritten Regel, deinem Schlafbereich. Der Schlafbereich ist der intimste Ort deines Zuhauses. Im Normalfall, wen würdest du da reinbitten? Oder ist gar deine Schlafzimmertür bei einem Besuch geschlossen? Hast du darüber mal nachgedacht, dass du mit deinem Smartphone im Schlafzimmer die gesamte Außenwelt hineinbittest? Jeden Tag? Jeden Abend, jeden Morgen. Angefangen von sämtlichen Social Medias. Kaum haben wir die Augen geöffnet, liegen noch im Bett, schon sind wir am Smartphone und ehe wir uns versehen, checken wir die ersten Nachrichten und Neuigkeiten, bevor wir uns selbst die dringend benötigte Aufmerksamkeit schenken. Schenken wir diese ab der ersten Sekunde nach dem Aufwachen der Außenwelt. Für die Verbesserung deiner Schlafqualität empfehle ich dir, sämtliche Elektronik aus deinem Schlafzimmer zu entfernen. Kein Smartphone, kein iPad, kein Laptop, keinen Fernseher oder sonstiges mehr. Das Schlafzimmer sollte den Raum zum Schlafen auch widerspiegeln. Falls du in einem Studio lebst, trenne die Bereiche klar voneinander ab. Viele verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die Elektronik im Schlafbereich einen negativen Effekt auf die Qualität des Schlafes hat. Wie sieht also dein Schlafzimmer aus? Lädt es zum Einschlafen ein? Schau dich um und vielleicht findest du etwas, was du verändern könntest. Oft braucht es gar nicht so viel. Kommen wir nun zur Königsdisziplin, zu der vierten Regel der Entspannung. Die Entspannung am Abend beginnt, wenn du es definierst und bewusst festlegst. Das bedeutet, definiere eine Uhrzeit, wo der Arbeitstag respektive dein Alltag zum Abschluss kommt. Das bedeutet, du schaust zum letzten Mal auf dein Smartphone, Laptop, checkst zum letzten Mal an diesem Tag deine Nachrichten. Sämtliche Elektronik wird abgestellt und zum Aufladen eingesteckt. Gleichzeitig beginnt deine Aufladezeit. Womit lädst du dich auf? Liest du gerne ein Buch? Telefonierst du gerne? Oder entspannst du, indem du meditierst, Qigong
oder autogenes Training machst? Falls du keine Ahnung hast, finde heraus, was dir gut tun würde. Vielleicht ein warmes Bad, eine warme Dusche, was auch gut entspannend wirkt, ist, etwas Warmes zu trinken. Wenn du Milch verträgst, warme Milch mit Honig oder warmes Wasser mit Honig wirkt da Wunder. Als Expertin für Entspannungstechniken kann ich dir nur empfehlen, dass man mit der Entspannung nicht auf den Feierabend wartet oder abwartet, bis man endlich Ferien hat, sondern übe dich zu entspannen in deinem Alltag, täglich. Weil über den Tag vom Morgen bis zum Mittag und schließlich bis zum Abend nimmt die körperliche und die geistige Anspannung zu. Daher baue es progressiv verteilt über deinen Tag hinweg Schritt für Schritt wieder ab. Wie? Zum Beispiel mit einer Blitzentspannung. Dazu atme aktiv. Ich zeige dir jetzt, wie es dir am besten gelingt. Setz dich gemütlich hin oder leg dich gemütlich hin. Schließe deine Augen. Nun atme tief über die Nase ein, tief in den Unterbauch hinein und zähle auf 5. Mach eine Sekunde Pause. Jetzt atme über den Mund aus, zähle bis 5, am besten bis 6. Verlangsame deine Atmung ganz bewusst und ganz aktiv. Wiederhole es 3 bis 5 Mal. Damit erhält nun dein Gehirn sofort in Echtzeit das Signal, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Dein vegetatives Nervensystem wird in real time angesprochen. Probiere es bitte aus. Es ist eine effektive Methode. Mache es 3 bis 5 Mal und du wirst sofort ruhiger und gelassener. Von dem angespannten Zustand gehst du sofort in einen entspannten Zustand über. Damit baust du Stress ab. Da wir nicht immer den Stress mit Bewegung abbauen können, hilft die richtige Atmung. Und zu guter Letzt kommen wir zum wichtigsten Teil der 5. Regel, die Abendroutine. Wenn die Vorkommnisse des Tages dich aus dem Ruder geworfen haben, dein Leben chaotisch und unstrukturiert erscheint, dich verängstigt und unsicher fühlst, ist eine Routine ein fester Anker. Routine bringt dir das Gefühl der Stabilität, der Sicherheit, der Geborgenheit zurück. Wir lieben nun mal unsere Gewohnheiten. Routine stärkt dich und stärkt auch deine Gesundheit. Die Abendroutine dient dazu, dein vegetatives Nervensystem, den Parasympathikus, zu aktivieren. Das bedeutet, du fährst runter. Die Abendroutine beginnt mit der Bewegung. Du erinnerst dich, die Regel Nummer 1, gefolgt von der Regel Nummer 2, deiner Ernährung, deinem Abendessen, den du 3 Stunden vor dem Schlafengehen spätestens eingenommen hast. Die wirkliche Abendroutine beginnt damit, dass du deinen Schlafbereich kurz durchlüftest, das Licht dort dimmst, wo wir bei der Regel Nummer 3 wären. Damit aktivierst du bereits die Melatonin-Ausschüttung. Das bedeutet, du gibst deinem Gehirn das Signal, dass du langsam runterfährst. Vielleicht wärmst du noch dein Bett mit einer Wärmflasche, falls du unter kalten Füßen leidest. Weil angenehme Wärme ebenfalls ein direktes Signal deinem Gehirn sendet, jetzt wird runtergefahren und Entspannung ist angesagt. Probiere es einfach aus. Schaffe eine ruhige und schöne Atmosphäre in deinem Schlafbereich. Gehe zur Regel Nummer 2 über, der Entspannung. Egal, was dich entspannt, finde es heraus und mache es. Meditiere, mach autogenes Training, lese ein Buch. Wichtig ist, dass du zur Ruhe kommst und abschaltest. Abschaltest und den Tag bewusst abschließt. Das ist die Basis des guten Schlafes.
Abschließend gebe ich dir noch, wie anfangs versprochen, einen weiteren Master-Tipp. Falls du inmitten der Nacht zwischen 2 und halb 4 aufwachst und nicht mehr weiter schlafen kannst, bevor das Grübeln, das Kopfkino beginnt, steh auf. Ja genau, verlasse dein Bett. Falls es dir schwer fällt, aufzustehen, wende die 5-Sekunden-Regel an. Dazu zähle rückwärts von 5 auf 1. 5, 4, 3, 2, 1, aufstehen. Damit verhinderst du, dass du dich im Grübeln in deinem Kopfkino verlierst. Das Grübeln bewirkt die Aktivierung deines Gehirns und das Wiedereinschlafen wird verunmöglicht. Geh kurz auf die Toilette oder in ein anderes Zimmer, setz dich kurz hin und wende die Blitzentspannung an. Auf 5 einatmen, auf 6 ausatmen, 2-3 Mal. Jetzt geh zurück ins Bett, im Bett wende die Blitzatmung wieder an. Versuche gleichzeitig einen schönen Ort, an dem du mal warst, vorzustellen. Nehme dieses Bild als Ruhebild. Ein Meerblick, Bergaussicht. Wie sieht dein Ruhebild aus? Stelle dir diesen Ort so gut es geht vor, spüre es, rieche es, tauche in dieses Bild hinein und genieße es. Innerhalb Sekunden wirst du sofort wieder einschlafen, versprochen. Zusammenfassend habe ich dir meine goldenen 5 Schlafregeln von Brain & Synapse aufgezeigt. Angefangen von der Bewegung, der Ernährung, Schlafbereich, Entspannung und einer Abendroutine. Wenn du diese Regeln Schritt für Schritt in deinen Alltag integrierst und dir jeden Tag Zeit dafür nimmst, sie zur Routine werden zu lassen, wird sich dein Schlaf, die Qualität, deutlich verbessern. Somit stärkst du deine Gesundheit, dein Immunsystem, deine Konzentration, deine Leistungsfähigkeit und kommst zu deiner inneren Ruhe und Gelassenheit. Ich danke dir fürs Einschalten, fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über dein Abo und ein Like. Bitte lass mich in den Kommentaren wissen, was dich gerade beschäftigt und wie ich dich als Ärztin und als Expertin für Entspannungstechniken unterstützen kann. Falls du zum Thema Schlaf, Schlafstörungen und Unterstützung brauchst, kontaktiere mich einfach. In der Infobox findest du meine Kontaktdaten. Falls du gerade noch Lust und Zeit hast, bleib doch dran und lass uns direkt mit weiteren spannenden Themen weitermachen. Dazu verlinke ich dir hier das Video Morgenroutine, innere Ruhe und Gelassenheit. Nun wünsche ich dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal, deine Seran.